Es ist Zeit für Tag 2 hier im Disneyland Paris zur Halloween-Season. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu unserem zweiten Tag im Disneyland Paris und zur Halloween-Season. Wir sind jetzt aus dem Hotel Cheyenne ausgecheckt, Sachen im Auto, denn heute Nacht übernachten wir woanders, haben uns einen Pumpkin Spice Latte geholt im Starbucks und laufen jetzt Richtung Disneyland Park und wollen ganz viele Charaktere heute noch treffen. Aber ich zeige euch erstmal Eindrücke von gestern Abend, denn wir waren noch in der Bar, haben uns einen Halloween-Cocktail gegönnt, Daniel und ich. Und ich habe das Maleficent-Kleid anprobiert. Im Zimmer könnt ihr euch gerne mal die Meinung bilden. Ich bin noch unsicher. Entweder ist es zu groß oder ich gebe es komplett zurück. Ich weiß es noch nicht. Daniel sagt, ich soll es zurückgeben. Ich ziehe es ja eh nur einmal an für den Preis. Macht euch gerne selbst ein Bild. Ich hatte es ja schon in meinem Halloween-Outfit-Video erzählt und auch eben im Shop, dass mir dieses Kleid ja sehr gut gefällt. Ich habe es mir jetzt in L mitgenommen. Und ja, Sven meint, es ist ein bisschen zu groß, Daniel meint, es passt, weil ich ja auch jetzt, wenn ich es Ende Oktober anziehe, auf jeden Fall noch was drunter ziehen muss, einen schwarzen Rollkragenpullover oder so. Ich finde es sehr schön, aber ja, es ist schon sehr teuer. Für 130 Euro mit Jahreskartenrabatt gibt es, also sind dann immer noch knapp über 100 Euro. Und es ist auch so, du ziehst es einmal an, du wirst es danach nie wieder anziehen. Mikro. Man hört mich trotzdem, hier ist ja nichts so laut. Okay. Ja, es ist aber für Halloween. Ich würde es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nochmal anziehen. Daniel guckt skeptisch. Könnt ihr ja gerne unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Bis dahin hat es wahrscheinlich schon wieder zurückgegeben. Genau, dreh dich noch ein paar Mal, damit du das wenigstens noch mal angucken kannst, wenn ich wieder weg ist. Ja, wir sind jetzt übrigens auch hier im Hotel Cheyenne angekommen. Mein Video ist immer noch nicht hochgeladen, das ist der erste Tag. Oh. Naja, aber kannst du ja kurz mal rumschwenken. Ja. Hier. Hotel Cheyenne habe ich übrigens komplett schon mal aufgenommen für euch. Kompletten Rundgang gemacht vor dem C. Könnt ihr euch ja auf meinem Kanal unter Disney Hotels mal anschauen. Wollen wir noch das Bad kurz zeigen? Das kannst du gerne noch kurz zeigen. So viel gibt es noch nicht zu sehen. Nee, Toilette, Waschtisch, großer Spiegel und eine Wanne. Und wahrscheinlich gehen wir später noch in die Bar, denn wir müssen ja noch die Halloween-Cocktails probieren. Genau. Ja, der Daniel und ich sind schon müde. Ja, ist es schon. Der Sven hat uns im Stich gelassen. Wir sind jetzt hier in der Saloon Bar hier im Cheyenne. Und falls ihr mal in den Disney Hotels seid, als kleinen Tipp: Die Cocktails, die ihr hier seht, gibt es in jedem Hotel. Aber die Preise unterscheiden sich tatsächlich vom Hoteltyp. Das heißt, derselbe Cocktail, hier der zum Beispiel, wird im Hotel New York wahrscheinlich 15, 16 Euro kosten. Und hier kostet er nur 12,50 Euro. Also nur als kleinen Tipp am Rande. In den günstigeren Hotels sind die Cocktails auch günstiger. Auch generell die normale Menükarte. Aber hier seht ihr mal die Halloween-Karte mit Alkohol. Den nehme ich. Ohne Alkohol für Daniel. Der hatte ja schon einen Aperol Spritz. Dann gibt es noch einen Dal Macchiato Latte. Und ein, man sieht es nicht, ein Bier. We love Halloween. Ja, unsere Cocktails sind da. Das ist meiner mit Alkohol, mit Wodka. Und das ist Daniels Cocktail ohne Alkohol. Wir stoßen an und dann ab ins Bett. Mickey und Minnie begrüßen uns auch heute am Morgen vom Bahnhof. Ja, weil es auch so viele Leute interessiert, wann wird das Schloss fertig sein? Ja, ihr seht es in der Mitte, das ist aber jetzt schon seit über einer Woche, sind die Planen abgenommen worden. Jetzt ist es richtig hässlich. Also mit der Abdeckung konnte man es noch verkraften, aber jetzt... Also sieht wirklich gerade nicht schön aus und davor Fotos zu machen,
macht für mich wenig Sinn, was wirklich schade ist. Aber das Gerüst sollte demnächst hoffentlich bald weg sein, also dieses, wo keine Plane drüber ist. Und ja, es wird Stück für Stück aufgedeckt. Eigentlich wollten wir zu Stitch, aber Stitch ist so begehrt und das ist es mir doch nicht wert anzustehen, obwohl Stitch immer ganz cool ist und man kann die Maske fürs Foto abnehmen. Mal gucken. Deswegen gehen wir jetzt zu Meet Mickey Mouse, denn ja, gestern gab es ja die technischen Probleme und die machen ja um 10 Uhr auf und da wollen wir einer der Ersten sein, dass wir das schon mal erledigt haben. Und unser Plan ist heute mal ein paar Attraktionen zu fahren. Denn gestern, also außer Sven, aber Daniel und ich sind gar nichts gefahren gestern, weil wir halt so beschäftigt waren mit dem Halloween Overview Video. Da wollen wir heute auch noch ein paar Attraktionen machen. So, das ist unser Plan. Ansonsten lassen wir uns treiben. Solange wir hier warten, zeige ich euch noch schnell mein Outfit of the Day. Einmal diese wunderschönen Koko-Ohren, die gab es vor 2 Jahren in Walt Disney World zu kaufen. Die hat mir netterweise jemand mitgebracht. Einmal eine schwarze blaue Maske, ist jetzt nichts Spannendes. Einen blauen Rollkragenpullover, aber das Highlight ist natürlich der wunderschöne Koko-Rock. Ja, das ist mein Koko-Outfit. Ich werde mich aber später nochmal umziehen in mein Geister-Outfit. Das zeige ich euch dann natürlich später auch nochmal. Hi Mickey, hi Minnie, hi Donald. Happy Halloween. How are you? So spooky today. And Donald is the evil one, right? I love your dress, Minnie. It's beautiful. Let's have some pictures. Das war mal wieder ein tolles Meet and Greet. Mickey, Minnie und Donald sehen wirklich super schön aus. Es gibt auch noch Goofy. Die wechseln halt immer zwischendurch. Gab es gestern noch jemanden? Nee. Mickey, Minnie, Daisy gibt's noch. Daisy als Hexe gibt's auch noch. Also die wechseln mal wieder, immer mal wieder. Ist wie bei den Villains. Man weiß nicht, wen man trifft. Man muss sich aber überraschen lassen und wenn man alle mal getroffen haben möchte, muss man halt immer wieder rein und warten und ist halt so ein bisschen Glückssache. Aber Mickey oder Minnie, einer ist immer dabei. Und wir hatten das Glück, dass beide heute dabei waren. Wir gehen jetzt Richtung Frontierland und schauen uns mal noch die Deko an. Ich brauche noch ein paar Bilder bei den Coco, bei der Coco-Deko. Wo laufen wir jetzt eigentlich lang? Ist egal. Ja, wir sehen uns im Frontierland. Frontierland habt ihr auch noch ein paar Fotolocations und das ist eine davon. Und da hinten seht ihr nochmal einen großen Mickey-Kürbis.
Daniel, wir haben was entdeckt. Möchtest du mal darüber berichten? Ich kann dazu gerade gar nichts sagen. Das ist eine Maske, da steht Disneyland Paris drauf. Möchtest du das Preisschild zeigen? 6 Euro. Eine Maske? Für 6 Euro. Eine Maske für 6 Euro. Aber medizinisch, musst du dazu sagen. Eine medizinische Maske für 6 Euro. Ich habe die hier, diese bunten, 100 Stück beim großen A, für 5 Euro gekauft. Willst du nochmal zeigen? Ich zeig gern nochmal. Aber steht Disneyland drauf. Du musst in die Kamera halten. Und irgendwie... Super. Eigentlich wolltest du dir die ja kaufen. Ja, aber nee. Jahreskartenrabatt. Nee. Ja, ihr müsst jetzt ganz, ganz stolz auf mich sein, denn ich habe das Kleid zurückgegeben. Es war schon ein bisschen groß und ich habe ja noch den Maleficent Spirit Jersey, den ich dann wahrscheinlich Ende Oktober hier anziehen werde. Und Daniel, du kannst jetzt klatschen. Hast du die Hände frei? Nee, ich habe die Hände nicht frei, aber hier. Daniel ist begeistert. Sehr stolz auf mich. Und jetzt nur für Daniel fahren wir jetzt eine Runde Phantom Manor, damit sich die Gemüter beruhigen können, weil er ist immer noch sehr aufgeregt wegen der 6 Euro OP-Maske. Richtig. So, Halloween könnt ihr auch hier Jack Skeleton treffen, direkt beim Phantom Manor. Kurze Zeit gab es auch mal Phantom Mickey, aber den gibt es zurzeit nicht. Deswegen, ja, Jack Skeleton hier. Gestern habe ich es euch schon da draußen gezeigt. Hier nochmal das Halloween-Menü im Lucky Nugget. 24 Euro, es gibt ein Getränk, Burger, Pommes, Dessert und mit Jahreskartenrabatt zahlt ihr nur 20,40 Euro. Ja, und jetzt ist auch unser Essen da. Es ging super flott, Getränk und ja, das ist das Menü. Dessert kommt später, frisch. Man sieht den Burger kaum, da sind, ich mach mal auf, Nachos drauf und Soße und es ist Pulled Chicken. Schwarzes Burgerbrötchen auf dem Pommes, ist noch ein bisschen Käsesoße drauf. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Unser Dessert ist auch angekommen. Ein Eis mit Carrot Cake und hier so ein kleiner Mickey-Kürbis als Schokolade. Sieht wirklich super schön aus. Ich muss sagen, ich bin jetzt für die Jahreszeit überhaupt kein Fan von Eis, weil sobald es unter 20 Grad draußen ist, bin ich kein Fan von Eis. Aber ich werde es natürlich trotzdem probieren. So, ein kleines Fazit vom Lucky Nugget Menü. Ich muss sagen, es war wirklich lecker. Also der Burger hat mir sehr gut geschmeckt. Es hätte ein bisschen mehr Käsesoße sein können auf den Pommes, aber wir haben ja noch Mayo dazu bekommen und Ketchup. Ansonsten, das Eis war auch wirklich sehr, sehr lecker. Aber ich esse um die Jahreszeit normalerweise kein Eis, deswegen war es ein bisschen kalt für mich, aber trotzdem sehr, sehr lecker gewesen. Daniel fand es auch so. Ja, sehr lecker. Würden wir weiterempfehlen, wenn ihr hier seid. 5 von 5 Mickeys. 5 von 5 Mickeys. Wenn ihr hier seid, geht mal ins Lucky Nugget. Hi Mickey, hi Minnie. You like my ears? Coco ears, right? I like your outfit as well. So cute. Können wir auf dem Front hier ja, und ja, Simone ist gerade wieder voll im Gange. Love it. Have und ein Shooting ohne Maske natürlich, denn es ist ja noch so ein grünen Funkschnitt draußen. Hier beim Lucky Nugget findet ihr einen kleinen Stand und hier bekommt ihr die Ursula Cheese Snacks für 6 Euro. Good idea.
bin dran. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich habe die tatsächlich noch nie gesehen, diese Mickey Mouse Kollektion. Mit Rucksack, T-Shirts, Pullover, Kappe und Hoodie. Er sitzt hinter mir. Wir sind kurz in die Studios gegangen, aber nur um den aktuellen Weihnachtsmerch abzufilmen. Darüber gibt es aber ein separates Video demnächst auf meinem Kanal. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Der Daniel hat uns nochmal neue Halloween-Cookies geholt. Die habt ihr gestern noch nicht gesehen. Die gibt es auf der Main Street beim Beck. Es wollte schon ein Insekt unsere Cookies essen. Genau, den gibt es einmal in hell mit Macadamia, oder? Oder ne, weißer Schokolade. Und einmal in dunkel mit dunkler Schokolade. Das ist der Twilight Keks und das ist der Dark Keks. Hört sich gut an. Ja, der glitzert in der Sonne. In Twilight. Ja, aber es glitzert gerade. Es scheint gerade keine Sonne. Es regnet gleich. So. Ja, hier seht ihr. Wir sind live bei Insta. Und der Sven war so lieb und hat uns Käsesnacks geholt. Das fehlt uns und noch die Kürbissuppe. Dann haben wir eigentlich fast alle, oder haben wir dann alle Halloween-Snacks probiert? Ja. Haben wir alle Halloween-Snacks probiert? Ich würde sagen, die Käsesuppe fehlt. Die Käsesuppe gibt's nicht. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich zeige euch den Keks mal von nahem. Es ist wirklich ein Keks. Daniel meint, ne, so rum. Da, Ursula. Und vom Geschmack her, so wie die Käsecracker, die man so kaufen kann, diese Stangen, nur schlechter, nicht knusprig. Ich dachte, das sind so Nuggets mit schön warm, mit Käse gefüllt, aber mit so zähflüssigem Käse, aber nix. Und 6 Euro übrigens. Also braucht ihr euch nicht kaufen. Ja, der Wintereinbruch ist gekommen. Ich habe jetzt schon mein Stirnband ausgepackt und meine Handschuhe. Und es hat auch noch angefangen zu regnen. Keine guten Voraussetzungen. Wir haben jetzt gewartet und gewartet und gewartet. Leider kam keine Parade. Aber ich habe tatsächlich gestern haben wir schon eine kleine gesehen. Und zwar den Mickey Haunted Phantom Manor Float. Den haben wir gestern tatsächlich schon kurz gesehen. Den blende ich euch jetzt auch gleich ein. Hat nämlich nicht mehr gestern in den Vlog gepasst. Den zeige ich euch jetzt gleich. Es gibt noch einen Mini-Float. Den haben wir leider noch nicht gesehen. Vielleicht später oder morgen. Heute gab es neue Pins zu Halloween. Okay. Donald, Mickey und die Villains und auch ein neues Lanyard. Ja, es gab jetzt länger nichts mehr zu berichten, denn es ist nichts passiert in den letzten Stunden. Ich war in ein paar Shops und es regnet immer noch. Ich habe hier so einen coolen Poncho, wo die Ohren extra Platz haben. Und ja, es dämmert jetzt langsam und wir schauen uns natürlich jetzt die Deko bei Abendlicht an und das zeige ich euch jetzt natürlich gerne.
Hier auf dem Central Plaza sind nur die Laternen orange beleuchtet. Schloss nicht. Wird ja auch nicht schön aussehen. Deswegen laufen wir jetzt runter zur Main Street, die schon sehr schön beleuchtet ist. Das sieht man jetzt schon. Ja, es gab einen kleinen Location-Wechsel, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ein kurzes Resümee. Ich habe alles gegeben, um die schöne Deko bei Abend zu filmen. Aber das Wetter war einfach saumäßig SCH. Also es war stürmisch, es hat geregnet. Der Wind zwischendurch, die Regenschirme sind alle weggeflogen. Ich habe, wie gesagt, mein Bestes gegeben. Und ja, dann wollten wir ins Annette's gehen, eigentlich für das Halloween-Menü. Aber die Schlange war draußen so lang, da hätten wir locker eine Stunde draußen in dem stürmenden Regen stehen müssen. Da haben wir gesagt, machen wir nicht. Dann hat Daniel vorgeschlagen, in der Nähe von unserem neuen Hotel, Stay City, ist das Buffalo Grill. Fahren wir dahin. Fahren wir auf den Parkplatz. Alles voll. Komplett voll. Daniel musste rückwärts raus, hat gedreht. Okay, was machen wir? Uber Eats oder wir gucken mal, ob es im Hotel hier ein Restaurant gibt. Wir kennen ja das Hotel ja noch nicht. Und tatsächlich, es gibt hier ein Restaurant. Bis 10 Uhr kriegen wir was zu essen. Es ist etwas voller, meinte der Kellner schon. Das heißt, wir werden warten müssen. Wir haben jetzt 9:30. Wir sind wirklich fix und alle. Und froh, wenn wir was gegessen haben und dann im Bett liegen. Es wird auch noch ein Video zu dem Hotel kommen in den nächsten Tagen oder Wochen. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Aber so viel zu unserem Tag. Das hat etwas anders geendet als geplant. Aber so ist das manchmal. Ich dachte auch zwischendurch, ich kündige. Ich mache kein YouTube mehr. Es war wirklich sehr anstrengend mit Kamera, Handy, Fotos. Oh, es war wirklich, es war Horror. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mich oder uns an diesem Tag hier begleitet zu haben. Tag 2 im Disneyland Paris. Morgen soll es den ganzen Tag regnen. Vielleicht wird es ein kurzer Vlog, vielleicht auch ein längerer. Ich kann es euch nicht versprechen, aber wenn es den ganzen Tag regnet,
kann ich euch A, nicht viel zeigen und B, habe ich keine Lust, die ganze Zeit die Kamera im Regen zu halten, weil das geht ja auch auf die Elektronik. Also mal schauen, wird spannend morgen auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und vielleicht sehen wir uns morgen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.